Moin, liebe Freunde vom HSV und vom Moin Volkspark. Ja, keine 4 Wochen ist es her. Da hat der HSV hier noch in der Relegation gespielt gegen den VfB Stuttgart. Jetzt geht die neue Saison los. Der Trainingsauftakt steht vor der Tür. Ich bin hier am Volksparkgelände und guck mir das mal an. Ja, es waren extrem viele Zuschauer hier im Volkspark. Ich schätze so ein paar hundert, also 300, 400 Zuschauer können das schon gewesen sein. Die Euphorie ist riesig. Und das trotz des erneut nicht geschafften Aufstiegs. Ja, die Fans haben Bock auf die neue Saison. Heute wurde auch der Spielplan bekannt gegeben. Hier im Volkspark startet der HSV in wenigen Wochen am 28. Juli gegen den FC Schalke 04. Echtes Traditionsduell, ich freue mich drauf. In wenigen Tagen geht's für Tim Walter und seine Jungs ins Trainingslager. Nach Kitzbühel. Dort wird man 10 Tage verbringen, unter anderem gegen Viktoria Pilsen und RB Salzburg testen. Gerade letzteres Spiel war ja ein bisschen umstritten. Der Supporters Club und die Nordtribüne haben sich dagegen gestellt, haben eine Absage des Testspiels gefordert. HSV-Sportvorstand Jonas Bold stellte jedoch klar, dass der Test gegen RB Salzburg trotz der Kritik stattfinden werde. Man habe aufgrund der Relegation nur wenig Zeit gehabt, einen geeigneten Testspielgegner zu finden. 3 Neuzugänge hat der HSV schon verpflichtet. Der 4. soll bald folgen. Daniel Fadli von Magdeburg wird in Hamburg unterschreiben. Ist noch nicht offiziell, aber in den nächsten Tagen wird es sicherlich bekannt gegeben werden. Er kommt als Backup für Jonas Meffert, soll ungefähr 500.000 Euro kosten. Ja, ein junger Spieler, der vor wenigen Jahren noch Regionalliga gespielt hat, hat echt einen steilen Aufstieg hingelegt. Sehr interessant, wie sich das auf das Mittelfeld des HSV auswirken wird. Aber klar ist auch, wir brauchen einen Rechtsverteidiger, es muss auch ein Innenverteidiger kommen. Also auf dem Transfermarkt wird sich noch viel tun, davon bin ich überzeugt. Aber die 3 Neuzugänge machten heute einen guten Eindruck. Levin Öztunali, Emanuel Ferrei, beide wirkten spritzig, beide wirkten clever am Ball. Guillaume Ramos wurde von Merlin Polzin zur Seite genommen, hat ein paar Instruktionen bekommen. Ich weiß nicht, was da los war, ob es da irgendwie taktisch ein paar Probleme gab oder ob es auch körperlich heute nicht so gereicht hat, aber ja, das war auf jeden Fall auffällig. Guillaume Ramos war relativ häufig an der Seitenlinie zu sehen, neben Merlin Polzin. Im Trainingslager wird es für Tim Walter und sein Trainerteam vor allem darum gehen, die Neuzugänge schnell in die Mannschaft zu integrieren. Walter setzt auf Geschlossenheit. Dass seine Mannschaften stets eine Einheit bilden, hat er in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Doch wie sieht es sportlich aus? Dem HSV bleiben wie auch im vergangenen Sommer nur wenige Wochen Zeit, um sich auf die neue Spielzeit vorzubereiten. In nur 28 Tagen startet der HSV dann in seine 6. Zweitligasaison und nimmt unter Walter den 3. Anlauf in Richtung der lang ersehnten Bundesliga-Rückkehr.